die Entfernung, wo die Pros im Schnitt 50% der Putts lochen, das ist 8 Fuß, was ungefähr 2,4 Meter Entfernung ist. Diese Statistik habe ich bei der PGA geholt, also in Amerika. Da schaffen sie es 50% der Zeit aus 2,4 Meter den Ball zu lochen. Das finde ich sehr interessant und das ist eine Motivation für dich und für mich beim Putten. Ich denke, wenn du ausschließlich diese Entfernung übst und schaust auch, dass die Dosierung stimmt, dass das fast reicht, um gut nachher auf dem Platz zu trainieren. So, such ein Loch aus. Das Loch soll nicht eben sein. Das sollte Gefälle sein, aber bitte nicht zu extrem. Steck mal dann 5 oder 6 Tees in den Boden. Jedes Tee natürlich 8 Fuß, also 2,4 Meter vom Loch entfernt. Dann putte einfach die 5 oder 6 Bälle und schau, was deine Trefferquote ist. Wie oft lochst du ein? Du wirst dann sehen, dass 2,4 Meter etwas weiter weg vom Loch ist, als was man gerne hätte. Okay, so nachdem du das gemacht hast, ist es Zeit, diese Entfernung zu verbessern, zu üben, dass man die 8 Fuß Entfernung besser kann. Das Erste, was du machen solltest, und das ist so entscheidend, ist Längekontrolle trainieren. So, nächstes Training war, die Breaks zu üben. So, ich habe mit meinem Lieblingsbreak angefangen und ich denke, das ist der Fall bei den meisten Spielern oder Rechtshänderspielern, der Rechts-Links-Break, das habe ich geübt. Und da habe ich nicht aufgehört, bis ich 5 von 6 Bällen gelocht habe. 5 von 6 müssten sein. Und das hat, ich glaube, wieder so eine Viertelstunde. Da merkt man aber auch, wie wichtig die Geschwindigkeit ist, damit der Ball das Break annimmt. Okay, dann die schwächere Seite. Der schwierige Break für mich war dieser links-rechts. Da habe ich mindestens 20 Minuten gebraucht, um 5 von 6 Bällen mindestens einzulochen. Ein kleiner Tipp für diese Links-Rechts-Break-Putts ist, nicht zu früh hochzukommen. Weil oft ist Tendenz, dass nach dem Treffen man hat Angst, dass der Ball nicht zu viel bricht. Und dann öffnet man die Schulter, man öffnet die Schulter und dabei öffnet man auch das Blatt und der Ball rollt dann rechts vorbei. So, nachdem du das gemacht hast, übrigens, mein Rücken tat zwischendurch weh, so dehn dich schön nach hinten, wenn du so trainierst, dann ist es Zeit, einfach zu testen, ob du jetzt auch besser wirst. So, ich muss ehrlich sein, ich war nicht unbedingt besser. Ich denke einfach, ich war total müde, mein Rücken tat weh. Aber heute Morgen habe ich mich wieder getestet und ich war meiner Meinung nach wesentlich besser als vor dem Training gestern. Okay, so, ich denke, das ist ein einfaches, schönes, effektives Training und schau mal, ob du besser sein kannst als Profi-Golfer.